Das Leben findet immer einen Weg. Das war der Spruch, der Jeff Goldblum im Jurassic Park Franchise meiner Ansicht nach wirklich berühmt gemacht hat, weil da eine gewisse atmosphärische Spannung in diesem Satz zur Geltung gebracht wurde im entsprechenden Original. Ob und inwieweit diese atmosphärische Spannung sich jetzt auch noch in Jurassic World 2, das gefallene Königreich, wiederfinden lässt, das klären wir jetzt hier in der Filmkritik beim Movie Check. Drei Jahre sind inzwischen auf Isla Nublar vergangen, nachdem in Jurassic World die Jurassic World im wahrsten Sinne des Wortes ausgebrochen ist, in Form des Indominus Rex. Und drei Jahre, in denen sich dann auch die Dinosaurier auf Isla Nublar weiterentwickeln und sich ausbreiten konnten. Jetzt macht ihnen allerdings Mutter Natur einen Strich durch die Rechnung, von dem wir bis dato überhaupt nichts wussten. Auf der Isla Nublar vorhandene Vulkan ist anscheinend wieder aktiv und ist kurz davor auszubrechen. Und natürlich ist das ein Grund für Claire Dearing, wieder gespielt von Bryce Dallas Howard, um hier in Jurassic World 2 auch wieder aktiv zu werden. Sie ist Bestandteil der Gruppierung, die sich Dinosaur Protecting Group nennt und möchte mit unter anderem der Unterstützung von einem Milliardär namens Lockwood, der unter anderem auch bei Ingen seine Finger im Spiel hatte, gemeinsam mit John Hammond aus den Jurassic Park-Teilen, wir erinnern uns, die Dinosaurier vor dem erneuten Aussterben bewahren. Bleibt noch die Frage zu klären, wie nun Owen Grady, gespielt wieder von Chris Pratt, hier in die Story hineinpasst. Und das ist eigentlich denkbar einfach. Auf der Isla Nublar gibt es immer noch einen Raptor, Blue. Dieser Raptor wurde von Chris Pratts Charakter aufgezogen, erzogen und gewissermaßen ja eigentlich konditioniert. Dementsprechend gibt es da auch eine Art von, man möchte schon fast sagen, Vater-Sohn. Verknüpfung zwischen diesen beiden Spezies, Mensch und Raptor. Was in gewisser Weise im Film auch ad absurdum geführt wird. Warum? Dazu komme ich noch. Jetzt muss man die Dinosaurier nur noch von der Insel retten und da ist es natürlich am einfachsten, wenn man sich mit einer kleinen Expeditionstruppe eben auf die Insel begibt. An die Seite von Claire und Owen gesellen sich dann auch noch zwei Sidekicks, zwei jüngere Sidekicks, zwei Genies, ein Computerexperte, eine Biologin und die vier zusammen bilden ein Team, um die Dinosaurier zu retten. Aber selbstverständlich, wer hätte es nicht gedacht, kommt alles anders und quasi als Synthese aus Jurassic World 1 und Jurassic Park 2 kommt es natürlich, wie es kommen muss. Es gibt immer böse Absichten und es entpuppt sich einfach, dass die Expeditionstruppe an sich gar nicht dazu gedacht war, die Dinosaurier zu retten, sondern dass da ein wesentlich trivialerer Grund hintersteht, nämlich das gute alte Geld. Die Cash-Macherei geht los und dementsprechend, auch wie wir es eigentlich aus Jurassic Park 2 kennen, steht der Kommerz wieder im Vordergrund und das. Wir haben es schon in Jurassic World 1 gesehen und eigentlich auch in allen vorhergegangenen Teilen der Jurassic Park-Reihe, kann nur schief gehen. Eins sei aber noch erwähnt, die ganzen Genexperimente, die wir aus Jurassic World 1 kennen, werden natürlich auch hier in Jurassic World 2 erneut ad absurdum geführt. Und auch jetzt in diesem Sequel wird natürlich wieder ein furioses Mashing und Mashup von Dinosaurier-DNA zusammengerührt und am Ende ein ganz böser und gefährlicher Dinosaurier rausgeschickt aus den Laboren, der am Ende quasi der Dinosaurier-Konterpart zu Owen Grady und Claire Dearing darstellen soll, den sie am Ende natürlich dann auch bekämpfen müssen. Und dieser Dinosaurier, der ist wirklich einfach nur weirdo. Und weirdo deswegen, weil er einfach eine Synthese aus Jurassic World und allen Jurassic Park-Teilen vorher macht. Nämlich er nimmt die Counterparts der menschlichen Protagonisten der Jurassic Park-Reihe, das wären die Raptoren, und den Counterpart aus Jurassic World, den Indominus Rex. Und was kommt raus, wenn man das genetisch miteinander verbindet? Der sogenannte Indoraptor. Wenn man allerdings bedenkt, dass der Indominus Rex ja auch schon Raptor-DNA beinhaltet, fragt man sich, was die eigentlich jetzt noch mehr an Raptor-DNA in diesem Indoraptor verwurstelt haben.
dass das jetzt noch mehr Raptor ist, wenn da schon Raptor vorher drin war. Das fand ich schon mal einen kleinen Logikfehler. Gut, darüber kann ich hinwegsehen, aber was mir am Ende wirklich, als ich den Film nochmal habe Revue passieren lassen, gestört hat, war dieses offensichtliche Wiederkäuern von bereits Gesehenem. Und ja, bei einigen anderen Filmreihen habe ich das jetzt nicht so negativ gewertet, aber hier bei Jurassic World 2 muss ich es wirklich negativ werten, weil es so offensichtlich einem ins Gesicht springt. Diese Verknüpfung des Wiederaufwärmens quasi zwischen Jurassic World und Jurassic Park 1 bis 3. Das ist grotesk gewesen, das war einfach nur eine Verarsche für den Zuschauer, weil es an sich eine Synthese, um es auf den Punkt bringen zu können, zwischen Jurassic Park 2 und Jurassic World ist. Und das fand ich so trivial. Selbst der Forscher bzw. Milliardär, der gemeinsam mit John Hammond Ingen gegründet hat, Lockwood, sieht eigentlich aus wie eine Kopie von John Hammond. Auch ein weißer Bart, ein Gehstock mit einem Bernstein, wo eine Mücke drin ist. Das ist sowas von subtil auf der einen Seite und auf der anderen Seite doch so offensichtlich, wenn man in einer Kinosituation ist, wo man eine fette Leinwand hat und jedes Detail ja auch sehen kann. Diese Details, das sind aber keine Easter Eggs, die wie in Jurassic World durch die T-Shirts beispielsweise die Verknüpfung zu Jurassic Park herstellen, sondern es sind einfach nur wiedergekäute Informationen, wiedergekäute Bilder, die quasi dem Zuschauer suggerieren, hier fühlt man sich heimisch, diese Welt kennt man, man kennt sich in dieser Jurassic World aus, man kennt sich mit der Story und dem Setting aus, man weiß, was man kriegt, und am Ende wird man allerdings, wenn man mal ganz nüchtern sich diesen Film anschaut, doch enttäuscht. Und das ist eben etwas, was man bei diesem Film ganz arg kritisieren muss. Der Film fordert einen geradezu hinaus, hinter die Bilder zu gucken und sich am Ende mal quasi die Story von Anfang bis Ende auf einem Zeitstrahl darzustellen und das dann in einen direkten Vergleich zu Jurassic Park 2 zu setzen. Und man wird erschrecken, inwieweit hier die Ähnlichkeiten doch vorhanden sind, und das ist schon extrem. Was ich allerdings doch positiv hervorheben möchte, ist das Aufgreifen einer Thematik, die uns seit dem ersten Jurassic Park Teil eigentlich begleitet. Bei der Thematik, die ich meine, handelt es sich um, sorry für dieses echt blöde Wortspiel, das Thema der Raubtierkapitalismuskritik. Die wird hier nämlich auch in den Vordergrund gestellt und hat gleich zwei menschliche Parts, die eben quasi dieses System repräsentieren und den Markt so gesehen mit einem Angebot versorgen wollen. Und man ist erschrocken, aber nicht überrascht. Das Angebot trifft auf eine Nachfrage. Die beiden Charaktere, die ich meine, sind einmal Mr. Mills und Mr. Eversoll, die gemeinsame Sache machen, um eben mit den Dinosauriern, die es ursprünglich zu retten galt, Knete zu machen. Das ist das, was ich ja auch eben in der Story eigentlich hervorgehoben habe, dass das quasi dann dieser Turning Point ist, wo am Ende herauskommt, hey, wir wollen die Dinosaurier doch nicht retten. Es geht natürlich wieder ums Cash. Jetzt könnten aber auch einige sagen, ja, und was ist mit Dr. Henry Wu? Der hat es doch auch nur auf die Knete abgesehen. Da würde ich widersprechen. Wer die Präsenz von Wu in dem Original Jurassic Park Film nochmal sich in Erinnerung ruft, dazu dann auch das, was er in Jurassic World von sich gegeben hat, und dann nun auch das, was er im Sequel zu Jurassic World von sich gibt, wird feststellen, dass er tatsächlich nicht zu denjenigen gehört, die auf das schnelle Geld aus sind, sondern er ist tatsächlich an der Forschung interessiert, möchte natürlich auch darüber einen Mehrwert generieren, ist aber trotz alledem in erster Linie Forscher und mag es überhaupt nicht, wenn man seine Experimente, seine erfolgreichen Experimente dann an den Meistbietenden verhökert, weil er nämlich dadurch auch natürlich sein eigenes Unternehmen gefährdet sieht, womit er ja im Prinzip ja auch recht hat. Nevertheless ist keiner von diesen drei Charakteren, die ich gerade aufgezählt habe, auf der guten Seite, auf der Seite, die ethisch korrekt handelt.
Was mich am meisten schockiert hat, war, dass mich selbst der Soundtrack nicht abgeholt hat. Und dabei bin ich ein Fan vom Jurassic Park Soundtrack, beziehungsweise auch Jurassic World Soundtrack. Es lag einfach daran, dass der Film, dass die Bilder, dass die Musik, dass das alles irgendwie unausgegoren wirkte und so gar kein passendes Gesamtbild entstehen konnte. Und das spiegelt einfach meinen Eindruck über die ganze Laufzeit des Films wider, den ich, während ich im Kino saß, hatte. Sehr, sehr schade, sehr viel vergebenes Potenzial. Was gebe ich so einem Film für eine Wertung? Es wird noch einen dritten Teil geben. Ja? Und in diesem dritten Teil, das wurde bereits angekündigt, wird diese komplette Genexperiment, wir mischen verschiedene Spezies miteinander, Storyline gekippt und es geht wieder auf die ganz normale Dinosaurier-Storyline der ursprünglichen Jurassic Park Filme zurück. Jetzt aber, und das ist vielleicht ein ganz, ganz kleiner Spoiler, im wahrsten Sinne des Wortes im Jurassic World Style. Und das bietet natürlich Potenzial, um Fehler, die jetzt gemacht wurden, erstens nicht zu wiederholen und vielleicht auch aus ihnen zu lernen, wie man es besser machen kann. Und das würde ich mir für Jurassic World 3 wirklich wünschen und würde mir auch wünschen, dass die Screentime von Dr. Ian Malcolm wesentlich länger ausfällt bei Teil 3, als es in Teil 2 der Fall war. Auch das fand ich schon etwas strange. Das ist sehr, sehr kurz gewesen. Es war wirklich nur ein ganz kurzer Augenblick. Für ein paar Minuten gefühlt war Dr. Malcolm wieder da und hat seine Philosophie zur Welt zum Besten gegeben. Und das hat natürlich schon wieder einen Eindruck gemacht. Ich hoffe, dass diese kurzen Szenen als Bindeglied fungieren, um ihn stärker in Jurassic World 3 zu etablieren und auf diese Originalcharaktere zurückzugreifen, die den Charme mitunter auch von Jurassic Park und dem Franchise ausgemacht haben. Von Sam Neill möchte ich gar nicht sprechen. Dr. Alan Grant in Jurassic World wiederzusehen wäre ein Traum, allerdings glaube ich, brauchen wir darauf nicht zu hoffen. Last but not least gibt es natürlich noch die Punkte. Ich vergebe für Jurassic World 2 das gefallene Königreich in der Filmwertung 1,5 von 5 möglichen Punkten und in der Genrewertung 2 von 5 möglichen Punkten. Summa summarum kommen wir also auf 3,5 von 10 möglichen Punkten. Und ich muss sagen, wenn Jurassic World 2 vom Box Office gut wird und ein Teil 3 definitiv kommen wird, wobei davon dürfte man eigentlich ausgehen, auch wenn jetzt schon die Box Office Zahlen deutlich nach unten korrigiert werden, dann hoffe ich wirklich das, was ich eben gesagt habe. Setzt euch hin, macht eine gute Story, schreibt ein gutes Drehbuch, auf Basis eben dieser hoffentlich gut durchdachten Story und bringt die Jurassic World Reihe zu einem Abschluss. Es wäre schade nämlich, wenn als Folge dieser Wiederaufbearbeitung des Jurassic Park Franchises das Jurassic Park Franchise selber einen Schaden nehmen würde. Dafür waren die Filme vorher einfach zu gut, auch wenn man über Jurassic Park 3 diskutieren mag. Das machen wir aber an anderer Stelle. Jetzt habe ich hier auf der Endcard nachher noch zwei Videos für euch. Ich würde mich über ein Abo freuen. Und damit verabschiede ich mich. Und nicht vergessen, Freunde, Filme sind einfach geil.